Jetzt ist besser, ne? Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier zu Andres Late Night aus New York City am Times Square. Und ich bin froh, dass er heute Abend wieder bei uns ist. Die Sidekick-Legende, ausgeflogen aus dem fernen Huddersfield, Joscha Biski-Wagner. Ja, nimm Platz. Dankeschön, dankeschön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Diese Late Night-Sendung hat hier einen Grund. Wir sind heute hier zu Besuch in New York, schon seit einigen Tagen. Was reicht man hier so? Wasser. Wasser. Wir sind in New York zu Besuch und wir haben einiges erlebt. Ja. Joscha, willst du einen Donut essen? Schön. Ja. Man kann ja sagen, New York ist eine pulsierende Stadt. Es ist gut was los. Schmeckt. Hm? Ja, gut was los und wir haben gedacht, an sich der Vergleich zu Hamburg liegt ja nahe. Also klar, Hamburg und New York liegen beides am Wasser, beide Städte. Mhm. In beiden Städten gibt es, ja, sagen wir mal, eine Partymeile. Reeperbahn und hier Broadway, Times Square, ist immer gut was los. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, in beiden Städten gibt es riesige Hochhäuser. Das stimmt. Ein Muffin, lecker. Isst man das hier oft, Muffin? Nur. Also ich sehe an sich nur Menschen, die ein Muffin essen. Und das wirklich Tag und Nacht. Viel Süßes. Hm? Ja, schmeckt auch ganz gut, ja. Joscha, was hat dich am meisten begeistert hier in diesen Tagen in New York? Wir sind ja schon seit einigen Tagen da. Was hat dich so richtig gepackt? Aufwerfen. Das ist Vögelchen. Also, noch gerne ein. Also, Hochhäuser natürlich. Hochhäuser sind fantastisch. Das überall? Oben und kann, ja, überall. Also, die Fülle an Hochhäusern, die überrascht einen dann, doch. Auch wir haben ja hier richtig ein teures Studio angemietet. Man sieht ja hier die Silhouette. Es ist ja wirklich fantastisch. Man muss an sich so die ganze Zeit laufen. Ich habe schon eine richtige Nackenstarre. Aber dennoch muss man sagen, es gibt auch Kleinigkeiten, die sehr fein sind. Sehr, sehr, sehr viel zu sehen. Also ja. Man schafft es kaum innerhalb von einer Woche zum Beispiel, diese Sachen alle zu erschließen. Also sehr facettenreich, sehr interessant, sehr aber zu empfehlen. Was ja wirklich interessant ist, muss man sagen, hier in New York gibt es einen Unterschied zu Hamburg. In Hamburg gibt es viel mehr Late-Night-Shows, ne? Momentan noch nicht. Nein, es gibt ja, klar, in New York gibt es Letterman, es gibt Late-Night mit Jimmy Fallon im Rockefeller Center. Aber was gibt es nicht? Was gibt es nicht? Also Donuts gibt es ja auf jeden Fall. Donuts gibt es wieder. Ja. Was gibt es nicht? Jetzt hängt es ein bisschen. Ja, nein, wir haben uns natürlich umgeschaut und wollen jetzt erstmal uns anschauen, wie erging es uns hier in New York City. Wir sind natürlich vor allem durch Manhattan gelaufen und waren auch unter anderem in Brooklyn. Bitte, Mats ab! Moms always give the best advice. Der Freund einer Freundin von mir sagt, hier ist der Anfang vom Universum. Mama's Everybody Drives credit approval process takes you into consideration, not your credit score. Und Joscha hat nun die Möglichkeit zu wählen. Entweder Freizeitparks oder der Sprung in den Atlantik. Wie wird sich Joscha Wagner entscheiden? Die Antwort jetzt!
Ich glaube, ich nehme eher den Freizeitpark. Freizeitpark. Müssen wir da lang? Ich esse gerne Pizza. Joscha! Another round? Lass die Fenty kümmern. Boah, dein Blick ist ja viel besser, als ich gedacht hätte. Ja, da kann man ja mal Händen sehen. Unsere Zeit in New York läuft so langsam ab. Wir sind zurück hier bei Andres Late Night. Die Donuts schmecken immer noch gut. Ja. Obwohl ich schon 20 jetzt gegessen habe. Ja. Wir senden heute hier... Aber lecker zu empfehlen. Wir senden heute also wenn noch jemand... Nein, ich habe ja noch... Wir sind heute live und man sieht es hier, es war natürlich ein Erlebnis, muss man sagen. Was bleibt dir persönlich am ehesten in Erinnerung? Also was war das Besondere an diesen 4 Wochen New York City? 4? Okay, dann waren wir hier. 4, die Zeit rast. 4 Tage. Ja. Wie gesagt, Hochhäuser. Hochhäuser sind sehr interessant. Ja. Sonst, ja, sehr quirlig das Leben hier überall, facettenreich, überall... Viele Nationen, viele Nationalitäten. Willst du auch ein? Nee, danke. Bist du nicht so süß. Das Problem ist ja, es ist ja wirklich, es ist ja leckeres Essen hier. Aber ohne Burger und... Doch, es gibt's. Kommt man nicht mehr in den Tag. Also Burger morgens kann man schon welche essen. Man kann auch schon abends welche natürlich essen, und wie man es kennt. Und natürlich durchaus noch facettenreicher als woanders. Also das gibt es überall. Absolut. Nee, aber sonst wirklich total interessant. Ja, also eine wunderbare Wasser, Stadt. Man hat Parks, man hat hohe Häuser, wie schon gesagt, viele Nationalitäten, man hat Museen, man kann wirklich alles sein. Man kann ans Meer, man hat Strand, also alles. Coney Island, dort wie gesagt, die Freizeitparks. Ja, Leute, die kommen nicht vorgetan. Man fehlt das auch an keinem, also doch sehr zu empfehlen. Mach jetzt natürlich. Wir hatten eine spannende Zeit und verlassen mit einem Lachen und mit einem weinenden Auge diese Metropole, denn es ist schon schwer, einer Stadt Lebewohl zu sagen, die man gerade erst hat schätzen gelernt. Das war Andres Late Night hier live vom Times Square aus New York City. Mein Dank gilt Joscha Wagner hier fürs Erscheinen, und wir melden uns wieder in wenigen Jahren. Aus Tokio. Das war's. Danke. Tschüss. Jetzt wieder zurück. Tschüss.